Willkommen zu dem letzten Teil meines Reisetagebuchs in Bild und Ton. Dies ist jetzt ein kleines bisschen eine Resterampe, ein Sammelsurium von Bildern und kleinen Filmsequenzen, die zu keinem anderen Kapitel passten. Ich möchte ein paar Fotos noch zeigen aus dem Unterricht, von unserer Sprachschule und vor allem auch von dem Jardín Canario, von dem schon die Rede war. Dort habe ich nicht gefilmt und ich unterlege jetzt meine Sprache hier mit ein paar Eindrücken, ein paar Fotos aus diesem wunderschönen botanischen Garten, den ich jedem ans Herz legen kann. Insbesondere fand ich auch gerade die Kakteen toll. Was ist jetzt eigentlich die Bilanz, die ich ziehe? Aus einem Monat auf Gran Canaria in Las Palmas überwintern. Wir waren ja vom 13. Dezember 2021 bis 12. Januar 2022 dort über die Feiertage. Ja, also na klar, was natürlich schön ist, man hat immer Wärme, man hat immer so um die 25 Grad. Wir konnten von unserem Standort aus in Las Canteras immer wieder, auch wenn wir noch arbeiten mussten, aber ein Stündchen mal nachmittags an den Strand gehen. Vormittags haben wir die Sprachschule besucht, die auch eben sehr abwechslungsreich war. Gerade auch verdienstvoll war unsere Lehrerin Anna, also die war ganz großartig, ich habe das schon einmal erwähnt. Ja, sie hatte richtig Spaß am Unterrichten und sie hat das immer am aktuellen Geschehen auch entlang unterrichtet und wir haben wirklich darüber auch einiges über Land und Leute erfahren und natürlich auch Grammatik. Und das waren eben auch kleine Gruppen, was angenehm war, so war das doch recht intensiv. Was mir nur vielleicht doch gefehlt hat, das war dann auf einmal, wir saßen Heiligabend mittags im Fischrestaurant und vor uns wirklich das tolle blaue Meer, die wunderbare Brandung. Und dann dachte ich so, was überfällt dich denn jetzt so eine gewisse Melancholie? Was ist das nur? Es könnte dir doch eigentlich kaum besser gehen. Ja, aber Familie hat doch gefehlt. Also das ist schon das erste Mal, ohne das Töchterchen zu feiern, war dann doch, da fehlte ein kleines bisschen was. Wenn ich das nochmal machen würde, vielleicht würde ich dann einfach direkt nach Weihnachten starten. Ich kann es empfehlen, was man natürlich kritisch sehen muss. Wir haben dort eine Wohnung gemietet mitten im Wohngebiet für nicht gerade wenig Geld. Das, was ich in anderen Großstädten wie Berlin, Hamburg und so weiter auch immer kritisiere, ja, dass Wohnungen dann letztlich dem regulären Wohnungsmarkt entzogen werden, indem man das überteuert an Touristen auf Zeit vermietet, das ist natürlich nicht gut. Was wäre die Alternative gewesen? Also wenn man nicht ins Hotel gehen will oder in die Pension oder in eine Unterkunft, die auch die Schule angeboten hat, das ist natürlich machbar, aber in Corona-Zeiten wollte ich einfach nicht so gerne Gemeinschaftsküchen und Bäder teilen oder mich am Buffet mit anderen drängeln. Und außerdem, wenn man so eine lange Zeit da ist und auch arbeiten muss, braucht man einfach mehr als ein enges Hotelzimmer. Man kann natürlich auch so einen Wohnungstausch machen. Das wäre denkbar, dass man die eigene Wohnung in der Zeit dann auch einer anderen Familie dann zur Verfügung stellt, die dann wiederum im Gegenzug uns bei sich wohnen lässt. Aber da muss es auch erstmal passen. Da muss man das Vertrauen ja auch erstmal entwickeln, wenn man sich so gar nicht kennt. Ich weiß noch nicht, wie man das Problem löst, neben natürlich der Umweltsauerei, dass man fliegt und das sowieso unter Umweltaspekten schlecht ist. Wir finden hier noch so ein lustiges Filmschnipselchen auch aus dem Corte Inglés. Irgendwann musste ich mal die Batterie meiner Uhr wechseln lassen und erfuhr dann, dass dort im sechsten Stock so eine Uhrenwerkstatt ist. Naja, und dann kam man ja zwangsläufig durch alle Stockwerke. Und das war eigentlich, fand ich das sehr, sehr voll zu Corona-Zeiten. Ich bin dann natürlich immer mit TM3-Maske dann durchgegangen und ich konnte es nicht lassen. Also ich habe nicht ausführlich geshoppt, aber als ich dann bei diesem spanischen Design-Label, was ich jetzt hier nicht nenne, was ich aber sehr mag, das ist, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, mit bunten Blumenmustern sind die Klamotten da immer verziert. Nicht alles finde ich schön, manches finde ich auch kitschig, aber es gibt auch ganz raffinierte oder ganz geschmackvolle Teile und dann konnte ich es doch nicht lassen, mal so zwei Blüschen auch mal anzuprobieren. Aber das war es auch. Ich bin ansonsten dort nicht shoppen gewesen. Insofern kann ich dazu jetzt auch überhaupt keine Empfehlung abgeben, wo man in Las Palmas jetzt besonders toll einkaufen kann. Klar, Corte Inglés, das ist so wie bei uns früher Karstadt oder Kaufhof. Galeria, das ist ein Warenhaus, was wirklich schier alles anbietet. Was ich aber schlecht fand, das muss ich noch loswerden, Musik. Eigentlich haben mein Begleiter und ich es immer so gehalten, wenn wir im Ausland sind, dass wir in ein Musikgeschäft gehen, einen Schallplattenladen, CD-Laden und haben uns dann die regionale, die örtliche Musik angehört, bevor wir dann natürlich so ein kleines Souvenir auch mitgenommen haben. Das war früher möglich, weil man sich die CDs vor Ort natürlich über Kopfhörer im Geschäft anhören konnte, aber jetzt ist das alles abgeschafft. Selbst im großen Corte Inglés war es nicht möglich, die spanischen Interpreten direkt vor Ort einmal da reinzuhören in die neuesten Platten, weil all diese Vorrichtungen mit CD-Player und Kopfhörer sind abgeschafft. Klar, in Zeiten von Streaming und MP3 und anderen Files ist das wohl dann nicht mehr angesagt, aber das bedeutete eben auch, dass ich natürlich nichts auf blinden Verdacht hin gekauft habe und insofern wird man dann verwiesen aufs Internet, wo man dann solche Sachen dann streamen kann.
auch eine Entwicklung, die so ein Mensch wie ich, der jetzt Mitte 50 ist, ja ein bisschen bedauert. Ja, früher war alles besser, ne? Das war's erstmal. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß hattet bei diesem kleinen Streifzug durch unsere Ausflüge auf Gran Canaria. Die Insel kann man wirklich von der einen oder von der anderen Seite kennenlernen. Wir haben auch noch lange, lange nicht alles entdeckt. Das ist auch gut so, denn dann haben wir ja auch nochmal Anlass, wieder erneut dorthin zu reisen. Wobei ich glaube, ich würde doch dann noch La Palma vorziehen, wenn jetzt, wie gesagt, der Vulkanausbruch nicht gewesen wäre. Wollten wir ja eigentlich auch nach La Palma fliegen. Vielleicht machen wir das dann als nächstes Mal. Ich muss schon sagen, die Natur ist auf La Palma doch noch grüner, noch ansprechender als auf Gran Canaria, für meinen Geschmack. Man kann da auch besser noch wandern. Also dann, mucha suerte por todos y hasta la vista. Hier sollte eigentlich ein Salsa-Konzert und Swing-Konzert stattfinden. Aber es finden sich hier nur drei einsame Paare. Wahrscheinlich ist das Event abgesagt worden wegen der hohen Inzidenz. Oh, hier gegenüber auf unserer Dachterrasse, da sieht man einen Sonnenschirm. Der ist ein bisschen aus den Angeln geraten und bei jeder Böe dreht er sich um. Und meine Sorge ist ja, dass der womöglich, wenn er sich dann aus seiner Verankerung löst, zu einem Geschoss wird. Ich wollte es hier mal zeigen, den meine ich. Im Moment hat er sich wieder zurückgeklappt. Das sind hier spannende Ereignisse, die man von unserem Balkon aus beobachten kann. Im Moment ist wieder etwas ruhiger. Noch einmal einen letzten Blick hier genießen. Was heißt einen letzten? Wir haben noch zwei Tage. Da hinten, jetzt kommen gleich, da ist der Balkon mit den Vögeln. Heute sind sie noch still, aber gegen Nachmittag werden die immer sehr singaktiv. Da haben wir es wieder. Ui, 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 ui. Zack, zurück. Flatter, flatter. So, jetzt geht es wieder nach Hause. Wir sitzen im Flugzeug und ich hoffe, dass uns das Schicksal erspart bleibt, dass vor ein paar Tagen andere Condor fliegende Gäste erlebt haben, wo ein Triebwerk ausfiel.